So, liebe Leute, heute geht's weiter mit dem nächsten Spiel, und zwar dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg sollten wir heute, oder wollen wir heute versuchen, um wieder ranzukommen. Dann wären wir nämlich auf 2 Pünktchen an dem Führen dran. Sollte aber heute verlieren. Und diese Auswärtsschwäche, wo er jeweils in Wolfsburg ja abgelegt, sollten wir diese Schwäche wieder reinbekommen. Kann das ganz, ganz bitter werden. Dann wären es nämlich 8 Punkte schon auf die Spitze. Aber mal gucken. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft, wie es heute läuft. So. So, ein Transfergebot ist reingekommen. Straßburg wird gut weg. Delegieren. Ja, so viel will ich nicht verlieren. So, okay, gehen wir rein ins Spiel. Heimspiel gegen die Werkself. Da wollen wir uns natürlich ansetzen und den Sieg holen. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Dauert jetzt einen kleinen Moment. So, auf geht's. Das offensivstärkste Team gegen die beste Abwehr. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Genau so ist es. Letzte Saison haben wir mit dem Spiel hier verloren. Haben wir 1:3 verloren gegen Leverkusen. Das sollte hoffentlich diese Saison nicht passieren. Wobei wir im Rückspiel dann die Leverkusen geschlagen haben und auch Kopf um. Im Pokalfinale nicht. Das war ja rausgeflogen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Doch, jetzt im Pokalfinale haben wir sie dann auch noch geschlagen, ja. So war es richtig. Okay, schauen wir mal rein. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm. Denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis, das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Du bist es. Und mit der Nummer 13, Lucas Alario. Ja, viele ehemaligen auf der einen, von der anderen Seite auf die eine Seite gewechselt. Aber schauen wir. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So, das ist unsere Aufstellung. Zentner am Tor. Dann klar, die Aufstellung ist, hat sich nicht groß verändert. Aber Leverkusen ist eine starke Mannschaft. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky, Nathan Ake spielt neben Gabriel Paulista in der Abwehr. Leon Bailey steht mit Karim Bellarabi auf den Flügelpositionen und einziger Stürmer ist Sergio Aguero. Genau so ist es. Naja, schauen wir mal. Gehen wir rein ins Match. Ins Topspiel. Wir wollen ran an den Führer, an die Spitzenplätze. Und dazu muss heute dieser Sieg fallen. Aber gucken wir mal. Ja, De Rosso, der ein bisschen Platz hat. Ah, die erste Situation, die erste gute Situation hier. Aber, naja, abgefangen erstmal. Einfach wird es definitiv nicht. Becker. Marco Richter. Ah, Glück gehabt. Ich will lieber grüßen, dass der nicht durchkam. Einwurf. Der FC Schalke konnte das letzte Auswärtsspiel ja siegreich gestalten, genau, als es gegen den VfL Wolfsburg ging.
Ja, dieser Körtersieg, dieses 6:0, das war... Ja, das war gar nicht so unwichtig, aber jetzt erstmal Marco Richter! Latte, aber die Chance lebt noch! Erste Chance für Blau-Weiß, für die Heimmannschaft. Die zeigt von Anfang an, was wo sie hin will, wo sie hin soll. Bellarabi. Ja, gut gelöst erstmal. Und dann Savic. De Rosa. Ja. Ball ist wieder weg. Jetzt Aguero, könnte gefährlich werden. Becker, komm nicht hinterher, aber Zentner. Und auch die Leverkusener jetzt mit einer guten Chance. Also Ecke Coutinho. Ballverlust durch Kun Aguero. Ja, gut gemacht. Ja, kommt er nicht hinterher, oder? Bailey. Okay. Und Leverkusen klärt erstmal. Und dann hauen sie raus. Talia Fico. Vielleicht Platz für Leverkusen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. 25. Minute, es ist momentan noch nicht allzu viel passiert auf dem Platz. Torschutz, noch Mangelware. Jetzt vielleicht mal über den guten Lucas Alario. Ja, die Saison trifft auch noch nicht so viel, als so, möchte. Aber gut, es ist noch ein bisschen Zeit, es ist eine gute Stunde zu spielen. Ah, gut abgelaufen. Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Tolles Tackling von ihm. Beccaria verliert den Ball. Und da verlieren sie den Ball. Marc Poguma, gut gelöst. Okay. Ja, ich komme mir da noch nicht so wirklich in die. Das ist Bailey. So fangen sie schön gemacht, jetzt aber ein bisschen Platz mal. Schöner Pass. Latza! Pfosten! Wieder Pfosten! Für das dritte Mal Aluminium dieses Spiel. Schönes Pressing jetzt. Klar, gibt Einwurf. Zum Kotzen gerade. Dritte, dreimal. Schon das dritte Mal ein Aluminiumtreffer. Einmal Latte. Und zweimal Pfosten jetzt mittlerweile direkt hintereinander. Einwurf Schalke. Marco Richter. Richter. Ja, der konnte durch. Hat jetzt Talia Fico vor sich, beziehungsweise neben sich. Und das ist noch nicht das Führungstor. Also verdient wäre es, definitiv. So. Halbzeit 2 fängt jetzt an. Auf geht's. Also verdient wäre es auf jeden Fall die Führung von Blau-Weiß. Definitiv. Dreimal Alu getroffen, aber dreimal Pech gehabt einfach nur. Viel zu sehen ist vom Tabellenführer in Leverkusen hier noch nicht. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen zu spielen. Becker gegen Bailey, der... Da ist die Flanke ins Zentrum. Jetzt haben wir ihn. Oder ein, oder auch nicht. Hecke Leverkusen. Coutinho. Und Robin Zentner. Es ist durchgesickert, das Interesse von Bayern München, sich den Wunschspieler zu sichern. Jetzt hören wir zum ersten Mal von einer München. Obwohl, doch, der könnte. Und er geht auch. Marco das Richter. Stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Marco Richter, jetzt mal die weite Flanke. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich.
Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ach Mann! Und da zeigt er seine ganze Klasse. Dradecki holt sich den Ball. Pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Ja. Perfekt getimt, diese Aktion. Nun Coutinho. Ja! Und jetzt holt er mal Korrekter mit diesem. Mit diesem Nachsetzen! Und jetzt ist es 1-0, Alario. Und es ist verdient. 61. Ja, nachdem Leverkusen eine Vorwärtsbewegung den Ball verloren hat und dann konnte es Marco Richter schnell machen und dann die 13er Lari, die ich einfach nur reinsetzt. Es ist verdient. Punkt. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und Coutinho. Also jedenfalls mal eine Führung hinzubekommen. Ja, klasse Pass. Ja. Jetzt könnte er flanken. Wichtig, dass schön, dass er den nochmal rausgeholt hat. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz hat. Ja, das gibt aber nochmal einen Wurf, beziehungsweise nicht ein, es gibt nochmal einen Frösche, Entschuldigung. Die Chancen sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Und so. Jetzt Freistoß Schalke. Nächster Ball, Ludewig. Ja, mit viel Übersicht. Caballero, Di Rosso. Aber wie da gibt's keine. Die Nummer 20. Thomas Meunier. Also, es bleibt dabei. Auf jeden Fall momentan Leverkusen. Bisschen im Hintertreffen, aber mit Glück, dass sie momentan das 0-2 noch verhindern bekommen. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. Ja, Bayern zu Hause. Zu Hause gegen die Bayern. Aber jetzt erstmal hier dieses Auswärtsspiel auf Schalke. Viertelstunden haben wir noch. Er verhindert die Flanke. Gut gemacht, Savic. Nun hat die Flanke hier. Ecke Paulinho. Ecke Coutinho, Entschuldigung. Die Ecke kommt rein. Sagt sich. Jetzt konnte die Schalker mal diese Ecke aus. Und es kann nur Gelb geben für die 4. Genau, richtige Entscheidung, taktisches Foul. Es sollte nur darum passieren, dass man einfach diese Situation unterbricht. Pass auf den Flügel. Richter. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Die Chance jetzt. Ball kommt. Ah. Ja, Glück gehabt. Steilpass kommt nicht ab. Klasse Einsatz. Und, und dieses Nachsitzen von den Rosen bringt zumindest die Ecke. Den Einwurf, Entschuldigung, natürlich. Jetzt vielleicht die Ecke. Jetzt gibt's die Ecke. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Vielleicht jetzt auf 2-0 zu stellen, komm. Nächste Ecke. Ja. Doch, noch nicht. Flanke. So, es gibt nochmal. Jetzt Abstoß, glaube ich. So, Dreifachwechsel. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Ja, eigentlich ist es okay nur bisher. Also wir müssen momentan alles im Soll. Ich hoffe, dass wir das verbleiben, dann haben wir einen zweiten Sieg in Folge. Aber egal, das ist noch ein bisschen zu tun. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ball ist bei Taliafico. Agüero jetzt. Der Ball kommt hoch rein. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Weg damit erstmal, raus damit. Gut hier, klasse aufgepasst. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Milot Rashica.
Ah, der ist schlecht gespielt. Zack, ab, yes, 1-0. Und das ist nicht mal unverdient. Top hier gewonnen. Knappen Sieg setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. 2 Punkte nur noch auf die Spitze. Das war ganz, ganz wichtig, diese drei Punkte zu holen. So, Hoffenheim unterliegt dem BVB 0-1. Aber bevor es dann in der Liga weitergeht, heißt es erstmal wieder Champions League und da ist der nächste Gegner Slavia Prag und da wollen wir natürlich gewinnen, weil wir dieses Spiel in Tottenham unglücklich 0-1 verloren haben. Müssen wir jetzt gegen Slavia gewinnen, um halt wieder die Chance zu haben, überhaupt noch weiterzukommen. Ne? Und das wollen wir dann in der nächsten Folge mit in Angriff nehmen.